Ja, ich habe mir mal gedacht, bevor ich mit einem neuen Let's Play anfange, beziehungsweise zwei neuen Let's Plays, je nachdem, wie es zeitlich geht, eins kann ich euch vielleicht versprechen. Erstmal muss ich ja meine Ausbildung beginnen als Krankenpfleger. So, habe ich mir halt gedacht, ein kleines Intermezzo quasi zu machen, ein Let's Play über dieses Spiel. Das ist 1916, der unbekannte Krieg, glaube ich. Ein Free-to-Play-Horrorspiel quasi. Davon gibt es mehrere. Ich werde in der Beschreibung ein Video einlinken, quasi einen Link einfügen, wo quasi so eine Top 10 von jemandem gemacht wird von Tom Free-to-Play-Horrorspielen, die alle gut sind. Ich habe davon 5 gespielt, sind alle gut, bis auf Platz 1 finde ich nicht so geil. Warum auch immer, aber frag mich nicht, warum ich Platz 1 nicht so doll finde. Aber lohnt sich trotzdem zu spielen. Ja. Und das ist eins davon. Ich habe das hier bis zu einem bestimmten Punkt gespielt. Weiter bin ich noch nicht gekommen, weil ich es noch blind lassen wollte. Ich wollte mir nur die Spielmechanik mal angucken. Also ich habe das bis zum ersten Gegnertypen gespielt, nur um so zu gucken, wie die Steuerung und so ist. Also weit bin ich nicht gekommen. Ja. Das ist von einem deutschen Entwicklerteam. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich habe das alles verdrängt und vergessen. Ja, also wenn ich jetzt auf Englisch drücke, ist trotzdem Deutsch. Das ist die Steuerung. Ja, gut. Was wollte ich noch sagen? War da noch was? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Dann würde ich sagen, starten wir das Ganze mal. Grafik ist, wie ich finde, super. Also in Anführungszeichen super. Finde die Leiter. Das Ganze ist in Schwarz-Weiß gehalten und hat dadurch, auch wenn die Grafik wahrscheinlich mega scheiße ist, wenn man es jetzt normal machen würde, kommt das Ganze sehr atmosphärisch rüber. So, Shift renne ich. Alter, das ist ja wie eine geile Kamera. Ich sag euch mal, wie weit ich gespielt habe. Da verreckt einer. Genau, bis dahin, bis zu dem Typen hier. Ich lese das mal vor, das kann man nicht ganz so gut lesen. Zu Händen. Also oben ist so ein Dino und so, das kann man ja noch sehen. Freier Theodor zu Brenner ist das, glaube ich, oder Brunner. Liebster Vater, die Dinosaurier haben den nördlichen Teil der oberen Gräber genommen. Morgen greifen wir sie an. Die letzten Tage waren harte Kämpfe und ich weiß nicht, wie viel mehr ich noch verkraften kann. Wenn ich so ein bisschen stottere, dann liegt das daran, dass ich das nicht so gut lesen kann. Männer, die aus den Gräben kommen, Blut und Dreck beschmiert, Soldaten, die die Reptilien mit ihren Bajonetten aufspießen, Kugelhagel und Granatensplitter, die über unseren Köpfen explodieren, in Erdlöchern schlafen, mit den Beinen übereinander liegen. Ratten, hunderte von Ratten. So grau Gras. Wie kleine Hunde. So groß wie kleine Hunde, ah. Krabbeln über uns. Beißen Löcher in die Söcke mit unseren Essensportionen oder so. Essportionen. Naja. Bitte sagt der Mutter, dass sie mir vergeben möchte, aber du musst verstehen, ich bin nicht nur ihr Sohn, ich bin auch Sohn unseres Vaterlandes. Dein dich liebender Sohn Gerhard. Okay, also hier sind also Dinosaurier reingekommen. Das Ganze spielt im Ersten Weltkrieg, Pickelhaube, Preußen, ne? Ja, und ich habe dem gerade das Bein abgerissen. Und ich glaube auch, warum. Ich weiß warum. Gehen wir mal da lang. Oh. Also ich spiele das Ganze jetzt gerade um 12 Uhr abends. Mitten in der Dunkelheit, komplett dunkel. Oh, 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 friss das Bein. Da lang. Nehmen wir ein bisschen. Ist der noch hinter mir her? Nee. Wo bin ich? Oh. Ich sehe nichts. Da lang. Bin ich hier richtig? Boah.
Ein sehr atmosphärisches Spiel. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Bin ich, ey. Alter, ring doch mal. Wie, du kannst nicht mehr. Klar, kannst du auch. Geh weg! Lass mich! Lass mich! Wohin muss ich denn? Wo bin ich? Nein! Nein! Noch hinter mir. Ich will mich nicht umdrehen. Ich trau mich nicht. Trial and Error. Ja, okay, den Anfang kennen wir jetzt schon. Das ist nicht mehr so gruselig. Irgendwie muss ich was falsch gemacht haben. Ich war, glaube ich, irgendwo zu langsam oder so. Oh Gott, steig rechts noch. Bitte Arm oder Bein oder was auch immer. Hand, auch gut. So, hier kommt ein Dino, den werfen wir das scheiß Ding an die Fresse. Rennen wir. Nathalie. Nathalie Luisa. Boah. Eklige Geräuschkulisse hier. Ich glaube, ich spreche ein bisschen leise, aber. Die ganze Konzentration, die ich jetzt hier haben muss. Moment, da lang, ne? Ich brauche diese Gasmaske, nehme ich mal an. Wow. Das zweite Mal schon erschreckt, völlig unnötig. Moment, ich nehme mir mal so ein. Kommt hier gleich wieder so ein Dino. Da muss ich hin. Das heißt, ich bin. Muss dann links bei Vorrat. Falsch gemacht. Oh, und ich war doch schon so weit. Eigentlich wollte ich das Video in einem Part packen. Das haben die meisten so in einem Part. Ich habe mir das mal durchgeguckt. Die haben alle nur Walkthroughs. Die haben keine Let's Plays daraus gemacht. So, jetzt bin ich aber Profi hier. Den Anfang, den kann ich ja quasi auswendig. Starten hier immer wieder neue Leute. Oh, hier, ja, Fuß. Renn, links, rennen. Dann nehme sich ein Stück Mensch mit. Man renne. Ich wurde gerade in LOL eingeladen, oh mein Gott. Man renne. Ich
nehme gleich an. Wer auch immer das ist. Bin ich bei Skype on? Ja. Ich muss jetzt ja ein Let's Play machen. Ich muss das Spiel durchspielen. Wo? Links. Vorrat, da muss ich hin. Geradeaus. Ja. Geradeaus. Ich nehme ja gleich an. Oh, Alter, ist das ein Scheiß. Gruseliges. Und dann wieder der Dino. Ich schmeiß ihm den Fuß. Alter, was geht denn hier ab? Wow, der hat sich bewegt. Schnell rennen. Oh, ein Dino. Renn noch! Oh, die Leiter gefunden.